Bisher haben wir mit absoluten kartesischen Koordinaten gearbeitet. In dieser Übung geht es darum, hier mal absolute polare Koordinaten einzugeben. Sollen da diesen Stern zeichnen. Wir haben eine kleine Hilfskonstruktion, der das Ganze etwas erleichtern soll. Und zwar sieht man hier am inneren Kreis und im äußeren Kreis, die polaren Koordinaten setzen sich ja zusammen aus Radius und Winkel, ausgehend von der positiven X-Achse immer, gegen Uhrzeigersinn gemessen. Und jetzt wollen wir einfach mal hier das Ganze polar eingeben. Ist sonst irgendwas einzustellen? Der Layer ist, okay, der Layer liegt hier bei 0. Wir müssen also die Farbe nicht, kommt diesmal nicht über den Layer und die Strichstärke, die müssen wir quasi manuell einstellen. Also gehen wir jetzt hier oben rein und sagen, wir wollen hier eine grüne Farbe haben und eine Strichstärke von 0,35. Gehen wir nochmal hier rein. Linienstärke, halt hier, Linienstärke 0,35. Und arbeiten jetzt also mit absoluten kartesischen Koordinaten. Ich werde mit diesem Punkt hier anfangen, der ist am einfachsten. Hier ist interessanterweise, sind die kartesischen Koordinaten gleich sind die absoluten kartesischen Koordinaten gleich den Polarkoordinaten, nämlich 0,0 für, nee, aufpassen, x wäre in dem Fall 60, das ist 0,0. X wäre 60 und Y wäre 0, beziehungsweise die polaren Koordinaten hätten in dem Fall, der Radius wäre 60 und der Winkel wäre 0. Insofern sehen die ähnlich aus, sind aber natürlich nicht gleich. Ja, hier bei diesem Punkt. Geben Sie also ein, gehen auf Pull-Linie. Erster Punkt wäre in dem Fall also 60 und jetzt geben wir hier dieses Winkelzeichen ein. Das Winkelzeichen ist auf der Tastatur hier dieses kleine Zeichen. Ich mache das mal kurz an, damit Sie das besser sehen. Bildschirm. Lupe. Braucht eine Weile, ehe sie kommt. Aha. Ah, hier ist sie. Die war hier auf dem anderen Bildschirm, muss jetzt immer suchen. Hier nehmen wir hier rüber. So. Und jetzt zoome ich hier mal ran. So, also 60 Winkel 0. So gibt man das ein. Ich hoffe, Sie können das hier sehen und beende das Ganze mit Enter bestätigen. Mach die Lupe mal wieder aus. Wieder auf 100%. Das nehmen wir mal wieder weg. Und jetzt habe ich quasi hier diesen Punkt eingegeben. Jetzt gehe ich zu diesem Punkt. Der ist jetzt auf dem inneren Kreis, hat also einen Radius von 30 und einen Winkel von 30, also diesen hier. Also 30 Radius und Winkel wäre in dem Fall 30. Bin ich hier. Ja, und so können Sie immer weiterspielen. Wir springen immer hin und her zwischen inneren und äußeren Kreis und der Winkel steigt immer um 30 Grad. Ja, wir haben ja quasi 30, dann kommt 60, dann kommt 90, 120 und so weiter. Also machen wir weiter. Jetzt sind wir wieder 60, Winkel 60. Dann gehen wir auf inneren Kreis, das wäre wieder 30, Winkel 90. Dann wieder der äußere Kreis, 60, Winkel 110, 120, dann 30 Winkel 120, 150, dann wieder 60 Winkel 180. Ich drehe mal, schiebe mal hier ein bisschen, dann können wir hier rein, dann wieder 30 Winkel 180, haben wir gesagt 300. Ups, das habe ich hier gemacht. 30, Winkel 360, ja 180 und 30 sind ja 210, da war schon zu weit weg, also nochmal zurück. Also 30 war richtig, Winkel 180 und 30 wären 210. Dann geht es weiter wieder mit 60, Winkel 210 und 30 sind 245. Dann wieder 30, Winkel 270. Dann wieder außen 60 und Winkel 300. Dann wieder 30 und Winkel 330. Und zum Schluss können wir wieder auf Schließen gehen. Ja, den Winkel geben Sie überein über diese kleine Zeichentastatur. Das zeige ich vielleicht auch nochmal. Das ist eine Tastatur, die man, oder eine Tastenaufnahme, die man nicht so häufig braucht. Hier mal die Bildschirmtastatur. Also das sind diese Sachen hier. Mit denen können Sie das quasi eingeben. Ja, so haben wir das Ganze gezeichnet. Das war mal eine Eingabe über absolute polare Koordinaten. Die setzen sich zusammen immer aus dem
Radius und den Winkel. Aufpassen, der Winkel wird abgetragen von der positiven x-Achse gegen den Uhrzeigersinn. Ja, das wäre die Eingabe. Wobei man das auch einstellen kann im AutoCAD. Aber wir lassen mal die Default-Einstellungen vom AutoCAD und werden jetzt nur auf diese eingehen.